Ja, also die Vegetation hier ist schon ganz cool. Ja, da ist schon jemand was hingeschrieben. Und hier wurde ich gewarnt, steht etwas Wasser. Uiuiui. Das ist schön feucht hier. Auf jeden Fall sind Feuchtgebiete hier. Soweit ich weiß, sollte es hier so gewesen sein, da ist hier ein Stausee gebaut worden oder so, für was auch immer. Müsste man mal gucken. Und die Leute, die das gebaut haben, haben hier in dieser Bude gewohnt. Also laut Thomas Recherche. So, hier wird es dann trocken endlich. Ja, hier steht irgendwie sowas wie nicht verpassen. Ich würde mal sagen, ich mache ein bisschen mehr Licht, oder? Genau. So, weiß ich, hier bestimmt Spinde, ganz normal. Wir wissen jetzt auch nicht, ob das hier Unterkünfte sind. Ich schätze nicht. Also vielleicht aber auch Aufenthaltsräume. Ich weiß nicht, ob die hier tatsächlich gehaust haben dann. Oder ob das dann halt so ja, Vorbereitungsräume oder irgendwas so in der Art waren. Gegenüber gibt es dann ein einzelnes Scheißhaus. Ich bin jetzt mal auf die andere Seite gegangen, weil Thomas läuft da hinten rum. Dann suche ich hier erstmal diese Räumlichkeiten ab. Also, ich bin hier an der Talsperre, habe ich jetzt nachlesen können. Und diese wurde 63 fertig gebaut. Ja, hier hinten ist nichts. Ich weiß nicht, ob da hier eine Heizverteilung oder so noch mit drin war. Weil da hier ist ein Anschluss. Jedenfalls nach ca. 12 Jahren Bauzeit ist es fertiggestellt worden. Und die Arbeiter haben dann vielleicht hier in so einem Raum übernachtet. Oder auch einfach so, weil das hier halt diese Sozialräume sozusagen, hier Dusche, Scheißhaus, oh, sogar eine Privatsphäre. Sieht aber doch recht modern aus schon, mehr oder weniger also für 60er Jahre. Und natürlich muss die Ortschaft Flaje, so wird es geschrieben, wie man es ausspricht, weiß ich nicht, dafür weichen. In der zweiten Etage sieht es dann irgendwie ähnlich aus, aber man kann von hier aus die Staumauer sehen. Die könnte ich mal zeigen. Das sieht schon ein bisschen anders aus, ne? So nah dran, man kann auch oben drauf rüberlatschen. Das ist dann hier so ein Doppelzimmer, wofür auch immer dieser Glashaufen ist. Ja, hier gibt es ja noch mehr Räume. Und die Talsperre wird genutzt für Trinkwasser auf jeden Fall. Und die stellen auch ein bisschen Strom her. Die haben irgendwie zwei Turbinen mit je 4 Megawatt. Wie die Auslastung ist, konnte ich aber jetzt nicht nachlesen. Ja, hier diese vielen Grüntöne. Das macht man meiner Meinung nach halt eher, wenn man ein feuchtes Frühjahr hat, also bis Mai. So, hier den Raum hätte ich fast vergessen anzuschauen, das ist ja auch hier so typischen Standardmöbel halt. Ja. Ich muss aber sagen, dass diese Möbel hier gar nicht so billig aussehen. Deswegen sind sie wahrscheinlich auch noch nicht zerklopft, aber hin und her geworfen. Naja, es ist halt... Kein Ort ist davor geschützt, außer man schützt ihn. Thomas meint, dass das aber hier noch eine Nachnutzung gehabt haben muss. Aber das hier sieht nicht aus wie 80er, das hier ist wirklich schon uralt, oder? Hier ist es. Naja. Wobei, Kunststoffzeugs, also so billige, so schlechte Möbel hat man in den 50er Jahren nicht hergestellt. War ein Internat. Hier steht gründlich durchlesen oder wahrscheinlich auch wichtig. Und das hier ist alles. Hier sind halt irgendwie tatsächlich klassische Schultische. Oder ist das hier so ein Ferienheim? Weil das hier ist ja dann doch ein bisschen. Was wurde das da hier genutzt? Ich glaube, ich sollte doch mal ein bisschen lesen. Vielleicht finde ich ja doch noch mal irgendwie was. Hier ist noch so eine. Zusammengetretene Bude. Weil es ist schon sehr abgelegen, aber ich war auch mal in einem Ferienlager. Was heißt, nee, Ferienlager, das war halt Klassenfahrt. Und hatten wir auch hier wirklich solche Buden, aber das war halt irgendwie Ende der 90er, glaube ich. Ja, doch, 99. Also auf die Schnelle habe ich jetzt nichts rausfinden können. Wir schauen mal weiter. Fun Fact: die Tür geht auch auf. Super. Genau, hier geht's schon los. Weiß nicht.
Danke, Joe. Vielleicht ein Speisesaal oder alles. Also hier dran, nicht dieser Raum natürlich, sondern der nächste Raum, der groß ist. Oh, der Thomas bleibt gerade so drum. Hier. Auch. Jetzt kommt die Ansprache. Nichts. Ja, hier günstige Art und Weise, die Akustik ein bisschen hinter der, oder auf der Bühne zu verbessern, indem man den Schall bricht und keine Rückkopplungen mehr bekommt im Mikro oder weniger. Oh, Privatbar. Nee, also hier Bar einfach. Vielleicht, je nachdem, wie man es halt genutzt hat. Ein Scheißhaus auf jeden Fall. Muzi sind, glaube ich, die Weiber. Muschis. Riecht schön, muffig. Da hinten kommen wir noch ein Gebäude. Im Keller gibt es auch noch. Guck ich jetzt mal runter. Da ist ein gelb gestrichen. Denke ich mal, das ist Gas oder so. Boah. Geht aber ganz schön tief runter, der Keller. Und scheint wohl ab und zu auch mal ein bisschen über Wasser zu stehen. Da habe ich ja Glück. Oh. Ah, das ist richtig altes Zeug, ja. Was anderes als in den Keller stellen kann man damit wahrscheinlich ja nicht mehr machen. Ah, hier steht das Wasser. Das kann ich nicht lesen. Ich möchte auch nicht mit hinlatschen mit dem Google-Besitzer übersetzen. Das Einzige, was man hier gucken kann, dass hier ein Kuppel und Bauer drauf steht. Nee. Ah, dachte ich doch, dass das eine Tesla, dass Tesla eine HiFi-Marke ist. Wahrscheinlich nicht geschützt. Jetzt ist es halt eine Automarke. So, hier sind ja noch eine Projektionswand. Die Halle ist ja doch größer als ich dachte. Naja, egal. Ich laufe mal weiter. Also das hier ist tatsächlich ein Zeichen. Das ist dann doch noch nach der Wende. Also das hier ist 90er Jahre solche Decken. Das gab es früher so nicht. Also die Fliesen hier, das sieht ja schon wirklich moderner aus. Also kann es schon sein, dass das bis vor 20 Jahren irgendwie genutzt wurde. Was war das? Und im Keller die Aufnahmen waren tatsächlich leider unscharf vielleicht. Teilweise, weil ich habe den Fokus falsch eingestellt, beziehungsweise bin irgendwie drauf gekommen und hat da irgendwas anderes gemacht. Ja. Hier geht's auch nochmal runter. Im Keller war ich auch schon einmal. Vielleicht kann man noch. Die Treppe sieht schöner aus, vielleicht. Gibt es da auch schöneres zu sehen, ausgebaut. Na, hier zum Beispiel Kühlraum oder Lager oder sowas. Das ist auf jeden Fall abgeschlossen. Vielleicht ist hier Belüftungsanlage, das steht 93 Baujahr. Also hier Anleitung für Feuerlöscher und dann, das da hier ist von 87 zumindest, da unterschriebene Anweisung. Und hier diese Anweisung ist von 2004. Das ist schon. Ich habe fast die Vermutung, dass das vielleicht später mal untersagt wurde wegen Wasserschutz oder so. Gut, das war's dann hier in diesem Gebäude. Ich hoffe, dass wir noch weiterkommen. Hm, Panasonic. Wie kommt das denn hierher? So geht's nach oben. Da ist der Eingang, da kommen wir her. Nee, da kann man es immer nicht herkommen, aber da kann man auch raus. Stimmt. Oder vielleicht. Also, da ist eine Tür auf jeden Fall. So. Das oder? Sieht mir wieder Toiletten. Drück mal. Ne, die ist komplett verschlossen. Das toll. Nein, nehmen wir die andere. Also hier gibt es noch eine Treppe nach oben. Über der Treppe vom Keller. Denn. Also der Keller, mit dem ich den Fokus falsch eingestellt habe, aber hier ist es nicht so, sondern nur ein Projektionsraum mit ja. Unterlagen und so. Und beziehungsweise Filmmaterial und bla bla, aber das ist halt wirklich. Ja, konnte man halt ehrlich so die Projektionswand sehen, ne? Da hat man ein paar Millimeter mehr gebraucht wahrscheinlich. Ach ne, jetzt hör aber auf. Ich habe euch die Kantinenverkaufszeiten entdeckt. Das war aber sehr eng alles.
musste mir da reinrennen und naja. Das ist übrigens diese Box, wo ich vorhin schon mal Tesla gelesen habe. Und da sind ja sogar noch die Treiber drin. Das ist halt bestimmt übelster Schund. Ich habe ja auch mal solche Lautsprecher aufgebaut. Da konnte man also mit einfachen Mitteln noch mal richtig was rausholen, sage ich mal so. Weil ein Lautsprecher-Chassis ist ja nicht grundsätzlich kacke. Nur die Auslegung des Gehäuses wichtig und Frequenzweichen. So, jetzt bin ich noch mal in so einem zweiten Teil von diesem Wohnheim, beziehungsweise das zweite davon. Der Eingang sieht auf jeden Fall schon mal wesentlich einladender aus. Vielleicht sieht es auch innen drin besser aus. Müssen wir mal gucken. Aber ansonsten sieht es hier auch schon wieder gleich aus, also dass der Stromkasten runtergeflogen ist. Runtergeflogen wurde. Ansonsten sieht es hier doch gleich aus, oder? Ja gut, bisschen mehr am Flur und das ist jetzt durch das Licht zu dunkel oder haben die doch vielleicht eine andere Holzfarbe verwendet. Ich dachte, das andere war etwas heller. Und ein Teppich war auch nicht drin, oder? So, ansonsten alles gleich, bis auf hier den Wasserspeicher. Also entweder habe ich den übersehen oder beziehungsweise nicht in den Raum geguckt. Hier ist dann auch wieder diese Verteilung, beziehungsweise da ist noch ein Druckspeicher. Ah, und hier ist noch eine Art Küche drin. Oh. Also mir ist aufgefallen, dass hier die Treppe unten rum zumindest ein bisschen benutzer ist. Ansonsten sieht es hier heller aus, aber die Möbel sind dunkler. Oder das Holz zumindest. Hier habe ich einen Zettel von 2006. Hier wiederholt sich halt alles. Und da hinten sieht man die Talsperre, wenn man durchguckt. Okay, hier ist mal doch ein bisschen was anderes. Vielleicht haben die auch Landwirte oder Förster irgendwie ein Studium, einen Teil des Studiums abgeschlossen oder so, abgewickelt. Wobei ja eigentlich hier solche Glitzeraufkleber eher so Kindersachen sind, oder? Ja, also bis jetzt konnte man es nicht so richtig rausfinden. Ja, das ist der große Raum von vorhin, nur diesmal leer. Ja, ansonsten hier sieht es dann halt aus wie Scheiße. Hier Stundenplan entdeckt, aber irgendwie konnte ich das nicht übersetzen. Komischerweise spackt jetzt der Stundenplan, der Übersetzer rum. Also hier sieht es dann halt so aus, als würde das hier neu gemacht werden. Es sind auch neue Fenster drin und so, also da stand auch jetzt eben noch ein Schild, Privatbesitz, keinen Einlass. Ja, also das hier sieht dann nicht mehr gut aus, sag ich jetzt mal. Thomas ist aber glaube ich rein, nee, der versucht reinzugehen. Ja, dann gehe ich davon aus, dass wir hier fertig sind. Deshalb bedanke ich mich fürs Zusehen. Ja, bis zum nächsten Video. Da waren sie, die Gebäude. Hier ist dann nochmal alles andersrum. Ich bin jetzt gerade auf der Staumauer. Da waren die Häuser. Thomas. Ja, Thomas. Ja, ist das hier schön, angenehm, schön ruhig vor allem, bis auf die scheiß Vögel, die ganze Zeit zwitschern. Gut, jetzt aber Dankeschön fürs Zusehen, bis zum nächsten Mal.